In den berühmten Hollywood-Studios werden Thriller produziert, Komödien, Dramen beispielsweise, Romanzen oder auch Horrorschocker. An der Börse mit all ihren Emotionen ist das nicht anders. Welches Genre werden wir also hier auf dem Parkett im Jahre 2018 sehen? Fragen dazu jetzt an Vermögensverwalter Guido vom Schemm. Er ist Geschäftsführer der GVS Financial Solutions GmbH. Herzlichen Dank für den Besuch hier an der Börse in Frankfurt. Ja, Grundlage einer soliden Börsenentwicklung ist sicherlich, dass der Boom der Konjunktur weiter anhalten wird, so wie wir ihn ja in den vergangenen Jahren schon gesehen haben. Welcher Filmtitel fasst diese Situation am besten zusammen? Ich glaube, am treffendsten fasst der Film Goldrausch mit Charlie Chaplin dies zusammen. Weil insgesamt wachsen wir doch zwischen 3,5 und 4% synchron in der Welt und auch in dem Film. Charlie Chaplin steht für das Glücksrittertum, für den aufstrebenden Wohlstand, den wir auch jetzt durch die wirtschaftliche Entwicklung sehen. Wenn man das runterbricht, Deutschland wird sicherlich mit soliden 2%, vielleicht sogar 2,5% trotz der Herausforderungen in der EU wachsen. Asien bleibt das konjunkturelle Powerhouse der Welt. Auch nächstes Jahr Indien, Südostasien und auch China dürften mit Wachstumsraten von 5 und mehr aufweisen. Auch dank des Projekts der neuen Seidenstraße. Last but not least die USA, nicht zu vergessen. Auch hier sollten Wachstumsraten leicht über 2% durchaus zu erwarten sein. Grund ist die sich abzeichnende Steuerreform zum einen und B, die immer noch laxe Geldpolitik auch in den Staaten. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Unternehmensgewinne auch Schritt halten. Das ist ein gutes Fundament für steigende Aktienkurse. Die Unternehmensgewinne sind gut gestiegen in den vergangenen Jahren. Deshalb wird ja von vielen Marktteilnehmern auch gesagt, also die Märkte sind ordentlich fair bewertet. Kann das so in diesem Zuge anhalten? Also ist da immer noch Luft nach oben? Also wir glauben, das Tempo wird sich differenzieren. Also hier zum einen europäische Unternehmen, gerade die den Export bedienen, werden dank eines wiedererstarkten Euros natürlich nicht mehr mit diesen Wachstumsraten, zweistelligen Wachstumsraten aufweisen können. Wir glauben an mittlere einstellige Wachstumsraten an der Stelle. Anders bei den Firmen in den USA, auch hier wieder besonders der Export. Für die ist der schwache Dollar natürlich Rückenwind. Und zum anderen, wenn Donald Trump seine Steuerpläne dort vollziehen kann und das Repatriieren von Gewinn und zu Investitionen auch in den Staaten führt, sind zweistellige Wachstumsraten in den USA durchaus denkbar. Daneben schauen die Börsianer natürlich auf die Politik der Notenbanken. Die haben seit Ausbruch der Finanzkrise unfassbare 15 Billionen US-Dollar in die Märkte gepumpt, quasi aus dem Nichts geschaffen, Herr Formschen. Können diese Gelder jemals wieder rausgezogen werden aus den Märkten? Also hier ein ganz klares Nein. Wenn ich jetzt wieder die Analogie in die Filmbranche nehme, müsste ich sagen, Hilfe, ich habe die Kinder geschrumpft oder korrekterweise Hilfe, ich habe die Zinsen geschrumpft und zwar dauerhaft. Wir haben uns ja mittlerweile an dieses viele billige Geld gewöhnt wie an die Droge. Also es ist eine Abhängigkeit entstanden und wenn man uns diese Droge, das billige Geld, wieder entziehen würde, ist das nichts anderes als ein kalter Entzug. Und dieser würde natürlich dann das Drehbuch für einen Horrorfilm an den Kapitalmärkten liefern und das kann nicht im Interesse der Notenbanken sein. Die Noten bleiben in Summe weiterhin expansiv. Herr Draghi wird auch nächstes Jahr erfolgreich den Euroraum und die wirtschaftliche Entwicklung dort auch kleinreden. In den USA werden wir vielleicht den einen oder anderen Trippelschritt unter dem neuen Fed-Chef sehen, aber am Ende des Tages, er ist eine geldpolitische Taube und er hat auch gar keine echte Option, die Zinsen massiv zu erhöhen. Weil wenn wir uns den Chart des Grauens hier anschauen, also das heißt den Abstand zwischen den 5-jährigen und 2-jährigen US-Staatspapieren, die Zinsdifferenz, die ist immer weiter am Schrumpfen und das heißt nichts anderes, dass es für Banken auch tendenziell immer unattraktiver wird, Geld der Wirtschaft in Form von Krediten zur Verfügung zu stellen, weil die Zinsmarge einfach immer weiter schrumpft und dieser Chart des Grauens war eigentlich immer ein guter Indikator für eine sich abzeichnende Rezession und damit auch fallende Märkte. Wenn die Notenbanken doch weiter vorsichtig sein sollten, so will ich es mal formulieren, in ihrer Geldpolitik, heißt das, dass Aktienkurse weiter steigen können und wir vielleicht in einen Filmtitel à la Gier hineinlaufen könnten? Ja, ob Gier, weiß ich nicht. Also Emotionen ist ja nochmal ein zweiter Part, aber der Film Zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox werden sicherlich viele kennen. Der kann hier helfen, um das Geschehen vielleicht richtig zu ordnen. Wenn man sich anguckt, Michael J. Fox hat im Film versucht, die Vergangenheit zu beeinflussen und zu korrigieren, um das auf den rechten Pfad zu bringen. Das können wir natürlich an der Börse nicht. Wir können die Kurse 98, 99 nicht zurückdrehen. Aber wenn man uns 98, 99 oder auch das Jahr 2000 und 2007 angucken, viele Analogien zu dem Jahr 2017. Warum? Branchen,
von minderer Qualität und auch die Aktien natürlich dann dahinter, Banken, Versorger, sind sehr gut gelaufen im Vergleich zum Gesamtindex. Das hatten wir auch in den Jahren vorher und was 2000 und 2008 dann passiert ist an den Kapitalmärkten, ist hinlänglich bekannt. Deswegen 2018 ist für uns weiterhin Stabilität Trumpf. Wir suchen defensive Aktien mit Burggrabenqualitäten, die nicht leicht kopierbar oder angreifbar sind, weil die Schwankung an den Aktienmärkten wird sich erhöhen und dann brauchen Sie Titel, die dem Wind einfach auch standhalten. Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, dass die Aktienmärkte gut unterstützt bleiben durch, ich sagte es, steigende Unternehmensgewinne vorhin. Das wird in steigenden Dividendenzahlungen auch resultieren. Also der Dividendenregen, der über die Aktionäre ausgeschüttet wird, bleibt uns auch in dem Maße erhalten. Wenn wir über 2018 reden, müssen wir natürlich auch einmal mehr über das Gold sprechen. Gleichwohl Gold auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr zurückhaltend gewesen, um es auch da vorsichtig zu formulieren. Man könnte fast den Eindruck haben, Gold habe als Fluchtwährung ausgedient, Herr von Schemm. Also als Fluchtwährung ausgedient, das würde ich nicht so stehen lassen, Herr Franek. Ich glaube, Gold hat das ähnliche Schicksal wie der junge Simba in Disneys König der Löwen. Der junge Löwenkönig versucht seinen Weg im Leben zu machen und auf seinem Weg zur Thronfolge auch das möglichst sein Leben im Gleichgewicht auch zu halten und Gefahren einfach zu umgehen. Und genauso muss man auch das Gold betrachten. Gold sorgt für Gleichgewicht oder für eine Ausgewogenheit in dem Anlegerportfolio. Und das wird 2018, ich sagte es, erhöhte Schwankungen an den Aktienmärkten, die zu erwarten sind, für Stabilität und für ruhigen Schlaf sorgen. Wir glauben insgesamt, dass 2018 der Goldpreis bis auf 1400 US-Dollar auch klettern kann. Aus zwei Gründen. Erstens, die Goldnachfrage aus Asien und auch Russland bleibt auf hohem Niveau sicherlich erhalten, aufgrund des vielen billigen Geldes, dass man da sicherlich auch Gold kauft. Und B, auch die Förderdisziplin der Goldminenbetreiber wird hoch bleiben, sodass das Angebot auch beschränkt bleibt. Und das dürfte dann Aufwärtsdruck auf den Goldpreis geben. Ihr Fazit also mit Blick auf 2018. Welches Genre werden wir hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt erleben? Es wird spannend. Also 2018 glauben wir, dass es einen Thriller an den Kapitalmärkten geben wird. Zwar mit positiver Untermalung, allerdings sollten Anleger zwei Sachen berücksichtigen, genauso wie im Thriller auch. Man sollte achtsam sein, weil hinter einigen Ecken lauern Gefahren, die sich durchaus amortisieren können und für deutliche Rückschläge im Depot sorgen. Auf der anderen Seite starke Nerven, um halt auch diese Rückschläge, ich sagte, sind es vielleicht auch wieder Chancen, zu niedrigen Kursen gute Unternehmen mit diesen Burggrabenqualitäten, die ich angesprochen habe, wieder günstig einzusammeln und damit sein Depot am Endeffekt dann doch wieder wetterfest zu machen. Also es bietet Chancen und 2018 sollte eigentlich ein gutes, wenn auch wackeliges Börsenjahr werden. Also ein Thriller in 2018. Es gibt ja nicht wenige, die sowas richtig spannend und auch gut finden. Das war Guido von Schemm, Vermögensverwalter und Geschäftsführer der GVS Financial Solutions GmbH hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank.